Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin die Pamela und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und wenn nicht, hoffe ich, dass euch nach meinem Video ein bisschen besser geht. Heute habe ich wieder ein Schminkvideo für euch und zwar habe ich ein Full Face von Essence. Und zwar habe ich jetzt sogar noch daheim gehabt einen Primer. Den trage ich mir jetzt gleich einmal auf, dass der so ein bisschen einziehen kann. Obwohl, der ist eh eher so musig. Das ist der von der Catching Cloud Serie. Und der ist, wie gesagt, sehr musig. Aber ich trage den immer gern am Anfang gleich auf, dass der auch ein bisschen einziehen kann oder einwirken kann in dem Fall. Kann der nicht wirklich einziehen, wenn es so ein Mousse ist. Aber ich habe ihn jetzt schon mal drauf. Jedes Mal suche ich meinen Handspiegel. Tada! Ja, so. Das ist einmal das. Und dann habe ich einige Produkte und zwar, ich gebe das jetzt gleich einmal hier raus, was ich hier alles habe. Aber das erste, was ich jetzt mache, ich schminke mich jetzt mal mit einer Palette. Die ist natürlich nicht von Essence, aber alles andere. Ich werde mich jetzt gleich einmal mit der Angel Energy Palette schminken von Revolution. Da habe ich euch, entweder habe ich es euch schon hochgeladen oder muss ich es noch hochladen. Weil ich muss jetzt so viele Sachen hochladen und ich komme irgendwie gar nicht nach, weil ich so viele Videos gedreht habe. Und ja, so schaut es aus, außen wie innen. Ich gebe mal das Plastik gleich einmal weg. Mit einem großen Spiegel, das heißt, den verwende ich gleich. Und hier sind die Töne. Also, schauen wir mal, was wir da heute zaubern. Da ich gestern ja schon so lila war und wir eh demnächst eine pinke Palette machen, werde ich mich, glaube ich, eher in die Blau-Richtung rantasten. Ja, oder vielleicht mischen mit dem... Das Blau, das Dunkle, vielleicht auch mit dem Orange oder mit dem Braun. Ich nehme mal einfach das dunkle Blaue mal auf und dann schauen wir mal weiter. Hätte ich jetzt mal gemeint, dann nehme ich jetzt einfach so einen Blenderpinsel. Jetzt brauche ich ja meinen Handspiegel nicht mehr. Jetzt habe ich da so einen großen Spiegel. Und gehe nur ein bisschen rein und ihr seht schon, das ist... Volle Kanne am Auge und oh mein Gott, ist das ein schöner metallischer Glitzerton. Dieses Mal versuche ich nicht zu stark hier nach außen zu gehen, sondern mir das einmal gleich so aufs ganze Lid aufzugeben. Das ist krass. Okay, wir gehen dann nochmal rein. Wir gehen dann nochmal rein. Wie ihr seht, ist das so schon wirklich ganz schön pigmentiert. Habe mir jetzt aber keinen Primer aufgetragen. Aber das werde ich vielleicht danach noch machen. Denn ich will darüber dann noch ein schönes Orange geben. Und mal schauen, ob das funktioniert.
Irgendwie finde ich, hier vorne hält es nicht so gut. Hier hinten ist es eigentlich schon ganz gut, aber hier vorne, komischerweise, finde ich, trägt es sich auch ein bisschen ab. Aber es ist nicht so schlimm. So, ich versuche einmal nur mit einem fester gebundenen Pinsel hier mir das orange Pigment hier einmal auf meinen Pinsel zu geben und ich schaue mal, ob das so funktioniert oder ob ich einen Primer dafür brauche. Zwar gebe ich mir das hier drauf. Huh! Das ist aber echt gut vor der Pigmentierung. Oh mein Gott. Ich dachte echt, ich brauche dafür einen Primer. Seht ihr das? Voll krass. Die Farben von Obsession sind echt so gut. Von Make-up Obsession. Ich tupfe mir das hier so auf. Und versuche einfach das Pigment aufs Lid zu bringen. Obwohl es so eine krasse blaue Farbe hat. Also das wundert mich jetzt echt voll. Volle Kanne. Das ist echt schön. Dieser Ton ist echt, echt schön. So, jetzt möchte ich gern für innen noch einen Ton wählen. Und zwar werde ich da wieder einen Glitzerton nehmen. Und zwar werde ich diesen hier, diesen silbernen, probieren. So, und dann nehme ich mir wieder so einen Pinsel. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Wow. Blenden wir das aber noch so ein bisschen ins Lid rein. Und wie ihr seht, ist das wunderschön. Was ich jetzt noch versuchen kann, ist, ich würde gerne dieses Orange nochmal mit meinem Finger nehmen. Dann mal schauen, ob das dann. Warte mal, so. Ja. Ob das dann noch besser aufs Auge kommt. Ja, ich glaube schon. So, jetzt habe ich das Auge hier noch mehr mit dem Finger gemacht, mit dem Orangeton. Und innen habe ich so einen Silberschimmerton gemacht. Habe es auch unten noch mit einem Pinsel aufgegeben. Und bin mit dem Kiko Milano, der ist nämlich total weich, weicher Kajal. Mit dem Dunkelblauen bin ich schon in die innere Wasserlinie und auch drunter gegangen, ganz leicht. So, als nächstes habe ich hier von Essence den Easy Brush Liner. Also so ein Eyeliner. Schaut so aus. Mit so einer roséfarbenen Beschichtung. Und das ist die Spitze. Und jetzt schauen wir gleich einmal, wie der ist. Wo ich mit dem klarkomme oder nicht. Nicht schlecht. Habe mir einen ganz einen feinen Eyeliner-Strich gezogen. Finde den gar nicht so schlecht, weil die anderen patzen eh immer so, das sind ein zu breiter Strich. Und in dem Fall ist es eigentlich sehr fein. Und ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, was haben wir noch? Wir haben dann noch eine Wimperntusche. Die hatte ich in der Glowbag drinnen.
Und das ist die Double Trouble Mascara von Essence eben. Und jetzt werde ich die gleich einmal ausprobieren. Ist mit so einem gebogenen Bürstchen. Und schauen wir mal, was die kann, ob die was kann. Das Bürstchen ist wirklich sehr interessant. Oder macht man das nicht so dran? Aber ein sehr großes Bürstchen auf alle Fälle. So, ich mache jetzt auf alle Fälle noch zwei Wiederholungen, dann mache ich die andere Seite und dann bin ich gleich wieder zurück. Denn wir haben hier noch ein Augenbrauenprodukt und daran machen wir auch noch die Base gemeinsam mit dieser Essence und ich hoffe Foundation und ich hoffe, die passt dann auch. Bis gleich. So, Mascara habe ich jetzt aufgetragen. Finde ich eigentlich nicht schlecht. So für drei Aufträge ist das jetzt das Ergebnis. Und macht eigentlich ganz schöne Wimpern. Nur ich finde, dieser Eyeliner nimmt bei diesen metallischen Tönen, nimmt nicht, hat dann nicht so viel Kraft. Also das ist das eine, was. Aber ich werde ihn noch weiter testen. Jetzt haben wir die Pretty Natural Hydration Foundation mit Hyaluron und Aloe Vera und soll 24 Stunden soll die halten. Schaut so aus. Und jetzt nehme ich gleich einmal mein feuchtes Schwämmchen und werde mir das auftragen. Ich hoffe, die Farbe passt. Ich krieg's nicht auf. Ach Gott. Lange Nägel sind nicht immer vorteilhaft. Ach Gott, ach Gott. Jetzt habe ich's. Yeah. So, jetzt schaue ich einmal. So schaut das aus. Läuft schon ein bisschen runter. Und jetzt mache ich das mit meinem Beauty-Schwämmchen gleich einmal. Und schauen wir mal die Farbe an. Also ich würde sagen, die Farbe ist ein Match. Aber sowas von Match, seht ihr das? Ist krass. Ist genau so, dass einfach nur alles abdeckt. Aber der Farbton, oh mein Gott, der Farbton ist perfekt für mich. Krass. Sowas habe ich auch noch nicht geschafft. So, ich arbeite mir das jetzt alles schön ein. Und dann mache ich mir die Augenbrauen, da sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt die Foundation komplett aufgetragen und auch einen Concealer ein bisschen und den gesettet. Und ich finde, das ist irgendwie ein cooles Ergebnis, ne? Also schaut echt nicht schlecht aus. Denn das ist eigentlich so gut wie mein Farbton und einfach so Art wie eine BB-Cream. Es steht auch drauf. Es ist feuchtigkeitsspendendes Make-up mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Langanhaltende Formulierung mit natürlicher Deckkraft, Finish und zartem Hautgefühl. Und das ist auf alle Fälle. Also es fühlt sich an, wie wenn ich nur eine Creme oben hätte und sonst gar nichts. Also das finde ich sehr, sehr angenehm. Und als nächstes gebe ich den 2-in-1 Brush Pomade von Essence drauf. Der ist nur in so einer Kartonüberverpackung und der müsste so dunkelbraun sein. Und jetzt. Aha, okay. Das ist quasi nur dieses Ding. Das ist quasi so ein Stift. Wir schauen einmal. Das ist irgendwie. Da kommt ja nichts raus. Moment. Augenbrauenpomade mit Pinsel.
Auf Umverpackung beachten. Okay, was steht da drauf? Wasserfester Pomade mit Pinsel zum Füllen und Definieren der cremige Schnelltrocknende für lange Anwendung. Unterer Behälter abdrehen und obere Kappe abziehen. Mit dem Pinsel Pomade aufnehmen und braun nachzeichnen. Ah, okay, also doch. Ich muss hier quasi das hier abnehmen. Dann muss ich hier anscheinend eintunken. Ja, okay. Jetzt habe ich hier was drauf. Und jetzt muss ich das hier einzeichnen. Ist so eine cremige Textur auf alle Fälle. Und so schaut das aus. Ich glaube, man kann das sehr gut erkennen. Den Unterschied. Also, das Licht ist ein bisschen blöd, aber ich glaube, man sieht es auf alle Fälle, wie dunkel das hier ist und wie hell das auf der anderen Seite ist. Und jetzt mache ich noch die andere Seite. Man muss nur schauen, dass sich da nichts vermischt so. Und am Schluss gibt man das da einfach wieder drauf. Das ist so quasi der Verschluss. Und hier auch. Und dann ist das fertig. Oh je. Jetzt ist mir runtergefallen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte es einfach nur liegen lassen sollen. Ja, so ist es einmal. So, und zum Fixieren werde ich aber auf alle Fälle mein Augenbrauengel nehmen, weil ich denke nicht, dass das sonst so gut hält. Ich hoffe, das verwischt jetzt nicht zu stark. Ist da gar nicht mehr so viel drinnen? Oh ja. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob man das unbedingt braucht. Weil es ist auch vorher drauf gestanden, schnell trocknende Pomade oder so. Ja, diesen Look kann man jetzt nicht so gut machen, also der, was jetzt so hochmodern ist. Ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach. Hier alles zum Raufbürsten. Aber da muss man auf alle Fälle dann noch das Ding abnehmen. Ich schaue nur gerade, ob ich hier noch ein Wattestäbchen irgendwo herumkugeln habe. Ja, hab ich gewusst, ich habe noch irgendwo eines. Und dann muss man sich einfach das hier oben dann noch wegmachen. Das aber gar nicht so einfach geht, ne? Aber ich denke, das muss man gleich am Anfang machen, ne? Dann geht das. Obwohl, es bleibt eh nicht so rauf, wie ich es mir drauf bürstet habe, bleibt es leider eh nicht, ne? Aber ja, also das würde ich nur normal ausfüllen. Das so mit Hochkämmen funktioniert bei dieser Pomade nicht. Also, da müsste man halt mit der speziellen Technik machen und dann mit einem Augenbrauengel. Aber mit dieser Pomade funktioniert sie auf alle Fälle nicht. So,
Als nächstes möchte ich gern meine ganze Base setten und dafür nehme ich den Mosaik Kompaktpuder, der ist auch von Essence, den hatte ich auch schon da. Nehme ich einfach ein Puderbündel. Das war jetzt vorher blöd, dass ich das gemacht habe. Jetzt sieht man das jetzt ein bisschen. Aber ja, was willst du machen? Ist halt so. Aber ich glaube, so schlimm ist nicht zu stark, falls ich darf. Also bis auf das Augen-Make-up ist es wirklich ein sehr, sehr natürlicher Look, sage ich jetzt einmal. Ich probiere mal das. Und zwar ist das ganz neu, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich hatte es aber zu Hause. Das Essence Blush Lighter. So ein Powder Blush, aber mit einem Highlighter Finish in so ein Rosé. Goldrosé. Das Licht macht mir jetzt wieder ein bisschen Strich durch die Rechnung. Aber okay. So. Ich nehme jetzt einen Blushpinsel einfach und gehe hier in beiden Tönen rein. Okay, das ist so. Und habe hier gleich einmal relativ viel Produkt am Pinsel. Aber wir werden sehen, wie das ist. Oh, das sieht man fast gar nicht. Okay. Ist aber gleich so, ich würde sagen, das ist eher so ein Powder Highlighter quasi. Also, ich nehme deswegen, Blush Highlighter meine ich. Ich nehme deswegen den Mosaik Brush. Den finde ich eigentlich auch ganz cool. Den habe ich auch erst zwei, dreimal ausprobiert, aber ich find den so süß. Deswegen trage ich mir den noch auf, weil das Make-up einfach, obwohl ich finde, es könnte sogar noch ein bisschen mehr orangelicher sein. Aber wir haben ja heute Essence und von Essence habe ich nur den. So, dann die andere Seite noch. In dem Fall habe ich keinen Bronzer, weil ich von Essence keinen habe und ja, habe ich mir jetzt keinen extra dazu gekauft. Weil muss man ja nicht unbedingt bronzen, ne? Ich finde, das ist eigentlich ganz schön. Ja, ich nehme jetzt eben von diesem Highlighter Blush, nehme ich noch ein bisschen was auf und ich glaube, man sieht schon ganz gut. Das ist so für den Sommer kann ich mir das auch super vorstellen. Also es geht eher in die peachige Richtung und ist auch eben so ein Highlighter-Ton. Ne? Und das ist auch super, weil ich hätte so, glaube ich, eh keinen Highlighter gehabt von Essence. Deswegen ist das jetzt gleich als Highlighter. Haben wir vorher einen Brush gehabt. Ah, ich sag immer Brush, Blush in Blush und jetzt haben wir in Highlighter. Oh, ich kann gar nicht genug reden. Ich finde das so spitzenmäßig und schaut so frisch aus einfach. Also voll cool. So, ich würde sagen, nee, fertig sind wir noch nicht. Und zwar, ich habe jetzt keinen Puder von Essence. Deswegen werde ich jetzt einfach nur, braucht man nicht unbedingt, ne? Werde ich jetzt einfach, ich habe hier einen Lippenstift in der Farbe Semi Shine 106. Oder ist Semi Shine einfach die Konsistenz? Keine Ahnung. Das ist so ein roter von Essence. Und den trage ich mir jetzt. Ich überlege gerade, eventuell noch einen Lippenpfleger vorher. Bei Rot ist es immer so eine Sache.
immer sehr, sehr wichtig, da eine Lippenpflege vorher aufzutragen, dass das auch gut ausschaut dann. Ich finde, am Anfang sind die immer relativ hart, die Lippenstifte. Aber der ist sehr pflegend. Der ist sehr, sehr schön. Am Anfang dachte ich, er ist mehr ins Rot, aber der ist mehr ins Pinke, in dieses Rosarote. Und den mag ich voll gern. Also den finde ich so cool. Und am Anfang hat er auch nicht so viel Farbe abgegeben, aber das war sicher auch wegen der Lippenpflege. Und der ist richtig gut. Dann finde ich fast noch besser wie die Catrice-Lippenstifte. Und die sind nämlich nicht so zu 100%, dass man die voll down, weil die sind manchmal auch so, da fehlt einfach ein bisschen Pflege noch, finde ich. Ja, was ich jetzt noch habe, ist dieser Lipgloss. Das heißt, mit dem Shine, Shine, Shine Essence kann man das noch ein bisschen toppen. Und das mache ich jetzt auch. Ich glaube, das passt ganz gut dazu. Und der ist super. Der hat kann geschmacken. Man merkt ihn schon ein bisschen, dass er ein bisschen glossy ist. Auf alle Fälle merkt man das. Aber der hat keinen komischen Geschmacken. Oder nur ganz geringfügig. Der kriegt doch nicht in den Mund, weil ich hatte ja gestern einen von NYX, der war schrecklich. Also den kann ich überhaupt nicht verwenden. Das ist so krass. Und jetzt am Schluss habe ich noch einen Essence Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Da ist eben Hyaluron drinnen. Und kein Alkohol und nix. Und schauen wir mal, wie der ist. Ja, der ist gut vom Sprühnebel. Am Anfang habe ich ihn ja sehr weit weggehalten, zu schauen, ob der eh passt. Aber ich sage mal, hat man da nicht gemerkt, ne? Also hat man nichts davon gemerkt, bin ich näher rangegangen. Also kann man wirklich nah rangeben und der funktioniert ganz gut. Wie immer habe ich mal meinen Spiegel natürlich angesprüht. Das ist ganz klar für mich. So. Und jetzt seht ihr das komplette Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich finde es irgendwie ganz cool, obwohl das Licht das jetzt nicht ganz so gut wiedergibt. Aber ich finde dieses Orange-Kupfer passt so schön zu meinen Haaren dazu. Und das mit diesem Dunkelblau. Und vor allem, ich liebe diesen Lippenstift. Ich liebe ihn. Ja, okay. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen. Und lasst doch gerne ein Abo da, dass ihr nichts mehr verpasst von meinen ganzen Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Pamela.